Pio Stone, Verteidiger vom FC Thun Berner Oberland. Es ist eine Saison mit Auf und Ab und jetzt sind die zwei letzten Spiele, die noch anstehen. Geht sportlich für uns nicht mehr um alles. Wie schwierig ist es da, als Spieler sich zu motivieren? Also ich glaube, erstmal ist es nicht so schwierig, weil wenn man auf dem Platz steht, will man immer gewinnen. Klar, es wäre schöner, wenn es jetzt noch wirklich um Aufstieg gehen würde. Das haben wir leider, waren wir zu unkonstant diese Saison. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt die zwei Spiele gut angehen und gewinnen. Mhm. Du hast ja praktisch jedes Spiel gespielt. Das letzte Mal gegen Schaffhausen, Zauer, das erste Mal nicht in die Startelf gestanden, wirklich die ersten Minuten fast verpasst. Wie war es jetzt mal von uns und nicht auf dem Platz? Ja, es hätte schöner sein können, glaube ich, wenn die Jungs gewonnen hätten. Aber schlussendlich macht es auf jeden Fall mehr Spaß, auf dem Platz zu stehen. Und man ist auch deutlich nervöser, wenn man dann oben auf der Tribüne sitzt. Mhm. Gut, Match gegen Weil. Weil hat hier die gleiche Ausgangslage wie wir. Es geht nicht mehr sportlich um alles. Jetzt vielleicht, wenn man gegen vorne schaut, Weil und Yverdon. Was kann man jetzt aus diesen Spielen mitnehmen, die vielleicht auch für nächste Saison schon wichtig ist? Ja, also wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall die beiden Spiele gewinnen. Ich glaube, es geht einfach darum, einen guten Saisonabschluss zu schaffen. Irgendwie auch nochmal Spaß zu haben auf dem Platz mit den Fans zusammen. Und ja, dann einfach auch für die nächste Saison ein gutes Gefühl und in die Sommerpause ein gutes Gefühl mitzunehmen.